Weiter geht's mit Mario Kart Arcade Chip hier. 2. Ich nehme jetzt Mario. Ich habe den zwar im letzten Part schon genommen, aber da hat man das Kart nicht gesehen. Man hat zwar im Endeffekt schon alle Karts gesehen, plus die Verbesserung noch nicht, aber egal. Oh, schön die Strecke. Diesmal ist überhaupt kein Preis eingeblendet gewesen. Oh shit. Ja, ich muss wieder reinkommen ins Spiel, ich hatte wieder eine Zeitpause. So wie es bei mir jedes Mal der Fall ist. Zack. Aber ich hoffe mal, das wird trotzdem was. Auch wenn es jetzt bisher stark danach aussieht, dass es nichts wird, aber ich glaube an mich. Denn ich bin schon wieder Platz 3. So schnell geht's. Habe ich schon alle Münzen nach 2 Runden eingesammelt? Optimal. Das ist der beste zu erreichende Status. So 9 Runden ist ziemlich lang, fällt mir gerade so auf. Und da hat jemand eine Falle gelegt, sehe ich gerade. Ja, das war schlecht. So, noch 3 Runden. Ich hoffe, es ist schnell vorbei. Weil das zugegebenermaßen nicht gerade die spannendste Strecke ist. Um es mal nett auszudrücken. Schön die Kurve nehmen. Und dann gewinnt man das hier. Gleich habe ich die letzte Runde erreicht, wenn Toad jetzt mal keinen Müll anstellt. Wäre jetzt belastend, wenn er dieses Item kurz vom Ziel einsetzt und ich dadurch verliere. Aber bei meinem Glück wird genau dieser Fall eintreten. Aber er ist nicht eingetreten und das ist sehr gut. So, was bekomme ich jetzt für meine Münzen? Hoffentlich etwas. Als Power-Up für Peach's Card. Hätte ich lieber Peach nehmen sollen? Ich weiß es nicht. Ja, ich will kontinuieren. Im Sonnenuntergangsflavor. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Kamerafahrten so schön waren. Was ich mich gerade frage, ist, ob meine Mitstreiter jetzt auch bessere Cards haben. Aber ich glaube nicht, die fahren alle mit dem Standard-Card, wie es aussieht. Dann müssen sie alle noch das schlechte Card haben. Was ein Vorteil für mich bedeutet. Ach, da drin erinnere ich mich noch an diesen Sprung. Der war schon bei Teil 1 nervig. So, zweiter bin ich schon. Die anderen springen da nicht so hoch. Seltsam. Au. Geh weg. Ich will eigentlich den da vorne erwischen. Ist es Blinky? Sieht aus wie Blinky. Habe ich gerade was getroffen?
Gut, falls ich verliere, kann ich dann ja mit Peach fahren. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Könnt ihr mich bitte mal vorbeilassen? Okay, das wird nichts, das sehe ich jetzt schon. Ich werde den Schnitt so machen, dass ich dann im Ziel bin. Also, dass ich schon gewonnen habe. So, letzte Runde. Ja, es. Blinky hat leider einen zu großen Abstand, deswegen kann ich mit meinem Item da nicht viel ausrichten. Weil vielleicht wird es noch was. Sogar ziemlich gut aus. Das Item muss natürlich auch funktionieren, nicht? Ach, fuck. Ja, schade. Egal, kann ich mit Peach spielen. Ist ja auch was. Das wäre echt knapp. Ich habe Angst vor dem, was mir in späteren Cups noch blüht. Peach hat übrigens von den Stats her bei der Beschleunigung alles voll. Also bei Beschleunigung 5 Sterne. Das muss man erstmal schaffen. Was kriege ich frei? Piranha Plant, Drops Backwards. Ich finde es lame, dass die Items alle das gleiche machen. Also größtenteils ist es schon alles das gleiche. Es sind im Endeffekt nur Reskins. Wenn man es so will. Es sind Reskins, egal wie man es will. Die Fähigkeiten unterscheiden sich so minimal, beziehungsweise manchmal überhaupt nicht, dass es sich eigentlich nicht lohnt mit den ganzen Items. Das ist wahrscheinlich eher so Quantität vor Qualität mäßig. Weil es halt immer noch ein Arcade-Spiel ist und die wollen, dass man so viel wie möglich spielt. Damit man sich die ganze Zeit Mario-Coins kauft. Wie auch immer diese Coins heißen. Ich glaube, sie heißen Mario-Coins. Damit man weiterspielen kann, wenn man noch leider nicht alles frei hat. Hier kriegst du beide Items ab. Hallo Ichi, freu dich. Oh, ich habe alle Münzen. Lass ich schauen, ob ich das halten kann. Blinky wollte irgendwie Stress machen, aber vergiss dabei, dass ich Schutz habe. Das ist sehr tragisch für Blinky. Warum sind die denn so schnell? Ich habe wirklich Angst vor dem, was in den späteren Cups passiert. Ich erinnere mich noch dran. An Teil 1. Wie lange ich da teilweise gebraucht habe. Mit Safe States wohlgemerkt. Es kann schon noch qualvoll werden, das Spiel. Bisher war es eigentlich ziemlich easy. Ich habe ab und zu mal verloren, aber. Aber das passiert halt. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass dann in späteren Cups schon ziemlich schwierig werden kann. Fuck, Alter. Na toll. Ich nehme den anderen Charakter. Peach ist schlecht. Die letzte Kurve war eigentlich das Schwierigste an der Sache. Da haben die Gegner mich schon mal überholt. Aber ich konnte das immer wieder aufholen dann. Ganz knapp. Von daher habe ich mit Donkey Kong ganz gut gerissen. Ich fand ihn auch ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Delicious Banana. Ach, das ist so ein Quatsch. Weil das bringt echt nichts. Man muss halt das Item haben. Und dann noch extra das Glück, dass sich jemand. Also Glück in Anführungsstrichen. Dass sich jemand trifft. Mit irgendeinem Item,
Schwachsinn, ganz ehrlich. Ich bleib hier bei meiner OP-Kombo. Rapid Ear, Banana Shot und Magnet. Oh, es gibt wieder einen Preis. Zur Abwechslung. Was ich aber schade finde, weil ich dann kein schönes Bild fürs Thumbnail habe. Wobei, ich hatte das ja schon mal besprochen mit dem Thumbnail. Dass ich vielleicht keine Thumbnails mehr machen werde. Aus genannten Gründen. Ach schade, Magnet hat leider nicht lang genug gereicht. Aber die Hasenohren, die sind wirklich das beste Item. Es verlangsamt die Mitfahrer so ungemein. Weg. So, Platz 1 darf keinen zu großen Abstand abbauen. Ich krieg diese Kurve einfach nicht gebacken. Ja, komm. Ja, er baut seinen Abstand schon wieder auf. Wir ballern uns hier hinten ab. Und der fährt von weg. Gut, da hätte ich erstmal alle Mario Coins. Ah, ich glaube, für diese Strecke eignet sich Donkey Kong nicht wirklich. Weil er halt immer gegen diese Kante da fährt. Weil er viel zu schnell ist. Ah, verpiss dich, Bowser. Komm, hol ein. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich muss mit Donkey Kong auf geraden Strecken punkten eigentlich. Luigi, was sollte das? Ernsthaft, das ist die letzte Runde, du machst sowas. Das ist unverschämt. Verliere ich jetzt wieder, das gibt's doch nicht. Komm bitte, bitte, bitte. Oh. Easy. Ja, Mario ist tatsächlich mit seinem Kart gar nicht mal so schlecht. Und damit habe ich den Mario Cup abgeschlossen. Wobei noch nicht ganz. Jetzt muss ich noch die gigantische Wassermelone ins Ziel rollen. Eine meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigungen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Zack. 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 Wait. Kann ich irgendwie rückwärts? Ach man. Ich dachte mir vorhin noch, eigentlich kann man hier nicht viel falsch machen. Wenn ich jetzt das Falsche drücke, stürzt es hier ab, also. Ich nehme ein bisschen Anlauf von hier. Wie kann ich gar nicht? Ach doch, ich kann springen. Zack. Zack. Warum bin ich jetzt so schlecht auf einmal? Ja. Viel Spaß mit der Melone. Finish! 15 Coins. So, das wär's dann aber auch schon wieder gewesen mit dem Part. Mal sehen, was ich so freischalte. Ah, perfekt. Dann nehme ich das direkt in den nächsten Part. Na dann. Auf Wiedersehen.